Zusammengedrückt, ja, dann geht das so. Ja, rutscht und bekräftigt. Da kommt es da in die Säcke und dann kannst du da runter. Okay, er zeigt das. Ich dass du die Mühle nicht ins Gesicht kriegst. Ja, und dann kommt das, hier kommt das Korn rein. Ja. Das steht, ich fand hier hin. Kommt das Korn rein und in den Rüttelschuh. Und da drin sind die Mühlen. Ja, hier. Die unterste Wohnwagen haben so und die oberste stehen hat so. Und dann, wenn er sich dreht, dann quetscht es das Korn außen an, außen, und das ist noch offen kommt, das ist gut. Ja. Und mit diese Winde kann ich den, ich jetzt die Welle hochheben, geht auf den, der Stern hoch. Dann mit dieser Winde kann man, also, so ist der Hebel. Man kann das auch von Hand machen. Also diese Seil, das geht in die, durch dieses Rad so, dann kann man das auch machen. Wie weiß der Mensch hier so die Mühle durch? Ja, ja. Schuster. So, da könnt ihr mal was erklären. Ja. Oben kommt das Mehl rein. Ja, und unten kommt das Korn raus. Ja, genau. Das ist doch aber rum. Ja. Hier kommt das Korn rein. Ja. Und dann kommt es in den Rüttelschuh. Aus dem Rüttelschuh kommt es in ein Loch in der Mitte vom oberen Stein. Und dann zwischen den Steinen wird es vermahlen und hier raus kommt dann das Mehl. Mit diesem Schaufelchen wird es immer in die Runde gedreht. Hier ist ein Loch und kommt das Mehl durch dieses Loch in das Rohr und da unten ist der Sack. Jawohl. Ist der Sack voll, wird der Schieber zugemacht und wird der Sack ausgewechselt. Und wieder den Schieber aufmachen, geht es weiter.